Ich mache jetzt mal ein Update. Ich bin heute Morgen in der Küche gewesen und dann hat mich der Hund gebissen. Und das sind halt hier so zwei, also ein tiefer Biss, der wahrscheinlich bis aufs Gelenk geht, weil es halt richtig krass wehtut. Und auf der anderen Seite so oberflächlich. Und jetzt ist halt mittlerweile richtig dick angeschwollen. Ich denke halt, dass der Hund nicht geimpft war und deswegen gehen wir jetzt zum Arzt. Der war eingesperrt die ganze Zeit. Aber dann war er heute Morgen halt draußen. Die lassen den ja raus. Denen macht er ja nichts, aber wir sind Fremde für den. Ist halt ein Wachhund. Hört ihr den? Der bellt schon wieder. Der ist krank. So ein Aggro-Hund, wirklich. Richtig arg. Oh. Wir sind jetzt gerade auf unserer neuen Farm. Ich wollte ja zum Arzt eigentlich. Unser neuer Host ist uns abholen gekommen um 2. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis wir endlich gehen und ich sagen kann, hey, können wir kurz ins Krankenhaus gehen? Ich muss meinen Finger angucken lassen. Dann geht die raus, streichelt den scheiß Hund und der beißt sie nochmal in die Hand. So ein scheiß Tier. Hier alles und hier. Also so richtig tiefe Bisswunden. Und dann sage ich nur so zu Ellie. So, jetzt können wir zu zweit zum Arzt. Die Joanne hat es dann ein bisschen überspielt. Hat dann so gesagt, ah, oh, he's old and grumpy, ja. Keine Ausrede dafür, dass der zwei Leute am Tag beißt. Da ist die Elena. Hello. Unsere Aussicht vom Bett. Der erste Tag auf der Farm ist rum. Ja, wir waren heute Morgen beim Arzt. Ich habe eine Spritze gekriegt, Antibiotika verschrieben bekommen, wegen dem Dreckshundebiss. Hat $60 gekostet, aber ich musste es nicht selbst zahlen. Die Liz hat mich in ihre Health Insurance reingenommen. Voll gut. Und jetzt musste ich einfach nichts zahlen für den Arzt. Heute haben wir eigentlich fast nichts gemacht. Wir haben heute ein bisschen Pruning gemacht draußen. So die abgeschnittenen Äste angemalt mit Farbe. Mit so einem Schutzfilm. Versiegelungsdings für die Äste. So, ich mache mal eine kleine Haustour. Da sitzt auch schon die Katze. Hi. Mann. Das Wohnzimmer. Dann kommt hier die Küche. Elli und meine Aufgabe war jetzt heute Morgen hier die Stachelbeeren zu pflücken. Und die haben wir jetzt geköpft, also das weggemacht. Hier liegt übrigens meine Medizin. Hier seht ihr den Herd. Also die hat keinen Stromherd, keinen elektronischen Herd. Die muss hier immer Feuer machen, abends einmal am Tag. Und dann ist das die stärkste Herdplatte, mittelstarke, halbschwach, ganz schwache. Ja, wenn man hier einen Wasserhahn aufmacht, da kommt dann Regenwasser raus. Das hat die auch selbst gesammelt. Das Geschirr sammelt sich über den Tag lang an und wir spülen das dann einmal am Tag ab, weil die halt keine Geschirrspülmaschine hat. Dusche, alles Regenwasser. Da sitzt die Elli. Richtig schön hier. Jetzt zeige ich mal noch kurz das Klo. Und zwar ist das ein Kompostklo. Das heißt, ja, ich filme da jetzt nicht rein, aber das lässt er einfach drin stehen und streust so ein bisschen Sägespäne drüber. Und der Strom, der hier aus der Steckdose kommt, kommt von den Solarzellen. Ja, du beißt mich nicht. So sieht der Garten aus. Da hinten stehen die Solarzellen, daher kommt der ganze Strom, den sie benutzt. Und so das Haus. Also das steht hier wirklich mitten im Nirgendwo. Ein riesen Grundstück. Also wirklich riesig. Und da hat sie so ihren Gemüsegarten drin. Also das gehört alles ihr. Alles, 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 alles. Also bis da hoch. Dann die Weide hier komplett. Die auf jeden Fall. Und dann da bei den Bäumen, da fließt ein Fluss durch. Das ist erstmal die Hälfte. Und danach geht es noch hoch bis zu dem Haus da oben. Da werden die Schafe geschoren. Und nach dem Haus geht es sogar noch ein bisschen weiter. Das gehört alles ihr. Alles hier. So krass. Wir sind heute wieder mal nicht so good looking. Krass. So cool, wie hier die Schafe und die Tiere einfach gehalten werden. Weil die Leute kaufen hier Land, zäunen es einfach ein, egal was das für ein
ob es Hügel sind oder nicht. Und da stehen einfach jetzt hier zum Beispiel oben drauf Schafe. Und das sieht man hier überall, wenn man durch Neuseeland fährt. Und dann haben wir die Schafwolle sortiert. Und es war, wir mussten halt so die Scheiße rausziehen. Also die schlechte Wolle. Und da war halt dann überall Kacke dran und Stöcke. Und danach waren die Hände so ganz ölig von der Schafwolle. Es ging so bei mir. Ich fand es nur eklig, wenn die Scheiße noch feucht war. Vor allem. Ja, die haben halt gesagt, das Zeug ist 10 Monate alt. Ja? Und da ist noch. Und es war noch nass. Und die Scheiße war noch nass. Es war noch feucht. Es war schon. Ich frag dann so, ja, wann habt ihr die geschoren zuletzt? Vor einem Jahr. Und ich denk so, was? Warum lasst ihr das ein Jahr rumliegen? Also bei Elli. Da ist die Liz. So eine Süße, die zieht immer ihre Mütze auf, wenn sie rausgeht. Ja. Morning Tea Time. Lecker Schmecker. Voll gut. Ich bin mit einem Ameisenpudding. Tja, Papa, das hätte ich nicht gedacht von mir. Super, kommen wir voran.